dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Mit diesen hoffnungsvollen Worten aus dem Johannesevangelium grüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Karfreitag im Jahre 2020. Wir singen das erste Lied, O Haupt voll Blut und Wunden. Thank you.
Wir wollen vor Gott unser Leben bedenken. Jesus, deine Passion wollen wir heute Morgen bedenken. Aber wie leicht weichen wir aus. Es ist alles so schwierig. Sammle unsere Gedanken, dass sie uns nicht davonstehlen in seichte Träume und unreligiöse Unverbindlichkeit. Schenke uns die Ernsthaftigkeit, bei deinem schwierigen Wort, bei deiner schwierigen Geschichte zu bleiben. Und lass uns darin unsere Geschichte entdecken. So bitten wir dich um dein Erbarmen. Herr, erbarme dich. Der heutige Lesungstext für den Karfreitag steht geschrieben bei Johannes im 19. Kapitel. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, die sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus bereits wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihm um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Amen.
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Karfreitag 2020, was fangen wir mit diesem Tag in dieser besonderen Zeit an? Menschen nehmen bewusst in diesen Tagen ihre eigene Sterblichkeit und Vergänglichkeit wahr. Das Geschenk des Lebens ist zerbrechlich. Die Bilder aus Italien, aus Spanien und Frankreich oder auch aus den Vereinigten Staaten, aus dem Epizentrum der Pandemie in New York lassen uns nicht kalt. Sie berühren uns und reichen tief bis in unsere seelischen Tiefen hinein. Menschen machen sich wirtschaftliche Sorgen, sorgen sich um ihren Arbeitsplatz und somit auch um ihre Existenz. Kann ich im nächsten Monat noch die Miete bezahlen? Reicht das Geld für Ratenzahlungen? Wie geht es weiter? Menschen leiden in diesen Tagen besonders darunter, dass sie wichtige Wegbegleiter nicht begleiten können, wie sie es wünschen, in den Altenheimen und Krankenhäusern. Und sie spüren, dass der Kontakt übers Telefon oder über die sozialen Medien doch an Grenzen stößt. Sie wünschten sich eigentlich eine andere Form der seelsorglichen Begleitung. Menschen leiden unter der Quarantäne. Das Zusammensein auf engem Raum mit mehreren Menschen über einen längeren Zeitraum fiel vielen schwer. Man wünscht sich wieder ein Stück weit, dass Normalität eintreten könnte in unseren Alltag. Und so wie die Zahl der Infizierten steigt, steigt auch täglich die Zahl der häuslichen Gewalt. Karfreitag. Ein Tag, der von Abschied nehmen, von Leid, Trauer und Tod erzählt. Jesus Christus starb für uns am Kreuz stellvertretend, damit wir Hoffnung auf Leben haben. Diese Botschaft können wir mit dem Verstand nicht erfassen. Aber manchmal vielleicht spüren wir oder begreifen wir in unserem Leben mit all seiner Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit, dass es mehr geben muss, etwas Höheres, etwas Umfassenderes, etwas, was völlig außerhalb unserer Lebensrealität liegt. Und wir spüren, es gibt mehr als dieses Leben und den Tod, sondern auch ein Leben danach. Das Leben geht weiter. Das Kreuz, das hier auch in der Christuskirche hängt über dem Altar, ist für mich kein Zeichen des Todes, sondern vielmehr ein Zeichen der Hoffnung auf Leben. Das ist die frohe Botschaft, das Leben geht weiter. So möchte ich heute am Karfreitag 2020 auch Mut machen, das Leben mit all seinen Widrigkeiten und auch den vielen zurzeit auch ungelösten Problemen anzunehmen und es zu gestalten. Walt Whitman hat einmal gesagt, frage nicht, was die Welt braucht, sondern frage, was du selber brauchst, um lebendiger zu werden. Und dann geh los und tu das. Die Welt braucht Menschen, die lebendiger geworden sind. Frage nicht, was die Welt braucht, sondern frage, was du selber brauchst. Und dann geh los und tu das. Die Welt braucht Menschen, die lebendiger geworden sind. Sie braucht Menschen, die sich selbst nahe kommen, um anderen überhaupt nahe sein zu können. Die Welt braucht Menschen, die ihren inneren Kern, in dem das Leben steckt und daraus sprießen möchte, freigeben, der vielfach im hektischen Alltagsgeschehen zugeschüttet ist. Wenn ich überhaupt etwas Positives in dieser Krise entdecken kann, möchte oder gar will, dann ist es die Tatsache, dass das gesellschaftliche Leben ein gutes Stück weiter runtergefahren ist und wir Zeit haben, um uns auf uns selbst zu besinnen und uns zu entdecken. Und teilweise haben wir in der Gesellschaft schon angefangen, danach zu fragen, was wirklich zählt und wichtig ist. Berufsgruppen werden neu bewertet und eingeordnet. Wir spüren, wie wichtig die Tätigkeit eines Lkw-Fahrers ist, einer Krankenschwester oder eines Altenpflegers im Altenheim. Oder wie wertvoll die Leistung ist, die eine Kassiererin täglich im Kassenbereich vollbringt. Wir sortieren und ordnen neu. Vielleicht hilft uns diese Krise, ein Stück weit näher zu uns zu finden und zu kommen, um dem Leben mehr Leben zu geben und um lebendiger zu werden. Ich glaube, Gott wusste und weiß, was wir wirklich brauchen, nämlich Leben. Und zwar nicht nur ein Leben, das über den Tod hinausreicht, sondern auch mehr Leben in hier und heute.
Der Tod hat, seitdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, nicht mehr das letzte Wort. Damit soll die Angst vor dem eigenen Sterben ein wenig eingedämmt werden. Wir sollen leben. Karfreitag 2020. Ein Tag, der uns allen lange in Erinnerung bleiben wird. Die Christuskirche ist heute menschenleer. Karfreitag 2020. Jeder wird diesen Tag für sich in einer ganz besonderen persönlichen Weise wahrnehmen und erleben. Karfreitag 2020. Vielleicht ein Tag, an dem auch Worte Jesu wieder neu in den Blick kommen und ein besonderes Gewicht erhalten, die er kurz vor seinem Tod sprach. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt bereits überwunden. Karfreitag 2020. Ich wünsche uns einen Karfreitag, an dem es uns gelingen möge, lebendiger zu werden, Mut zu haben, das Leben anzufassen, mit all dem, was um uns ist und in uns ist. Und dass wir durch unser Leben Hoffnung in die Welt tragen können. Amen. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie und allen Pflegenden Kraft in dieser existenziellen Belastung. Gib den politischen Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes jetzt aufrechterhalten. Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten, sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben. Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen. Berühre sie mit deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwindet. Und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen den aktuellen Anforderungen gerecht werden können.
Wir bitten dich jetzt in dieser Krise um deinen Beistand, um deinen Schutz, um deine Begleitung und deinen Segen. So wollen wir beten, wie uns Jesus Christus zu beten gelernt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns alle, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Freund aller Menschen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.